Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler bei der Durchführung ihrer Jahrestagung 2019 zusammenarbeiten. Dafür gibt es gute Gründe. Ihre Jahrestagung steht unter dem Motto »Die Ambivalenzen des Digitalen«. Für die gewerkschaftliche Arbeit, für die Vertretung der Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hat dieses Thema eine enorme Relevanz. Wir erleben gerade erhebliche Veränderungen, getrieben durch Globalisierung, aber auch den Übergang in eine klimaneutrale Wirtschaft und getrieben durch Digitalisierung erhebliche Veränderungen in der Arbeitswelt. Welche Folgen mit diesen Umbrüchen einhergehen, sind keineswegs ausgemacht. Die Digitalisierung kann für technologische Innovationen stehen, sie kann neue, sichere Arbeitsplätze durch Produktivitätsgewinne schaffen. Sie kann für mehr Autonomie, für mehr Selbstbestimmung, für mehr Zeitsouveränität der Beschäftigten stehen. Sie kann einen Beitrag dazu leisten, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie deutlich zu verbessern. Sie kann dazu beitragen, dass Arbeit humanisiert wird, dass harte körperliche Arbeit immer mehr in den Hintergrund tritt. Die Realität sieht vielfach allerdings deutlich anders aus. Entstehen wirklich neue hochwertige Arbeitsplätze oder erleben wir das Entstehen eines neuen digitalen Tagelöhnertums? Wir erleben neue Belastungsformen, ständige Erreichbarkeit, Leistungsverdichtung, die sich negativ auf die Arbeitsbedingungen auswirken. Was unser Interesse ist, dass wir uns frühzeitig Gedanken über Chancen und Risiken machen, aber dabei auch präziser ausmachen, welche Möglichkeiten mit der Digitalisierung für die Beschäftigten verbunden sind. Dabei müssen wir frühzeitig uns darüber verständigen, wofür wir Digitalisierung einsetzen wollen. Wollen wir lediglich das, was technisch machbar ist, umsetzen? Oder gelingt es uns gemeinsam, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen? Wir Gewerkschaften orientieren uns dabei an dem Prinzip gute Arbeit by Design. Das heißt, schon beim Einsatz der digitalen Technologien müssen wir uns darüber verständigen, welche Ziele verfolgt werden und dass wir die Beschäftigten frühzeitig einbeziehen. Das bedeutet, dass Menschen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitbestimmen können, dass nicht nur Algorithmen zukünftig die Taktzahl der Arbeit vorgeben, sondern dass wirklich menschliche Arbeit erleichtert wird. Und um das zu erreichen, müssen wir frühzeitig ansetzen. Nicht erst beim Einsatz digitaler Technologien, sondern bereits bei ihrer Entwicklung. Hierfür brauchen wir eine breite gesellschaftliche Debatte über die Frage, was sind unsere ethischen Grundlagen, was sind die Werte, die wir damit verfolgen, und wir brauchen eine Debatte, wie wir aus technologischem Fortschritt letztendlich auch sozialen Fortschritt machen können. Dabei ist auch Wissenschaft gefordert. Und genau deshalb halte ich es für so verdienstvoll, dass sich die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler zur Aufgabe gemacht hat, dafür Verantwortungsbewusstsein auch in der Wissenschaft zu schaffen. Und ich wünsche Ihnen im Rahmen Ihrer Tagung nicht nur interessante Debatten, sondern auch Erkenntnisse, die wir als Gewerkschaften in unserem alltäglichen Handeln nutzen können. Ich möchte Sie dazu ermutigen, auch über die Jahrestagung hinaus am Thema digitale Ambivalenzen dran zu bleiben. Es sollte in den kommenden Jahren ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Und der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften werden Sie dabei unterstützen. Werden wir gemeinsam daran arbeiten, dass die digitale Zukunft im Interesse der Menschen gestaltet wird. Dafür herzlichen Dank.